Tuftofu fragt Pietsmiet: Würdet ihr lieber für eine Stunde das Kommando über ein U-Boot oder ein Raumschiff haben? Ich glaube, ich würde lieber eine Stunde das Kommando über ein Raumschiff haben als über ein U-Boot, weil das Raumschiff technisch ja schon so viel weiter ist wahrscheinlich. Das heißt, am Ende bin ich ja der coolere Typ, wenn ich das geilere Ding gesteuert habe, oder? Also wäre ein Raumschiff-Kapitän cooler als ein U-Boot-Kapitän. Also nehme ich das Raumschiff. Auch wenn ich beides keinen Bock habe. Also da ich mit Sepp ja schon U-Boot gefahren bin, würde ich da lieber das Raumschiff nehmen. Das ist die einzige Begründung. Eine Stunde finde ich auch relativ kurz. Aber ja, U-Boot hatte ich schon. Raumschiff wäre doch mal schön. Hätte ich Bock drauf. Also ich meine, das Kommando wäre erstmal ja sowieso nur losfliegen. Und dann gucken wir mal, was nach einer Stunde noch möglich ist. Ich will keinem von beiden ein Kommando haben, aber wenn, dann... Vor allem nicht das Kommando, Alter, da habe ich gar keine Ahnung von. Nein. Alter, was weiß ich, wie man ein U-Boot führt, was weiß ich, wie man ein Raumschiff fliegt. Nee, will ich beides nicht haben. Aber wenn ich entscheiden müsste, dann Raumschiff. Weil unter Wasser, dann lieber All. Aber will ich nicht. Also ich sage euch, wie es ist. So oder so wäre meine erste Amtshandlung, das Kommando an den zweiten Offizier oder wie auch immer das heißt, zu übertragen. Und danach mache ich gar nichts mehr. Weil ich sowas von komplett nicht der richtige Mensch bin dafür, weil mir das Vorwissen fehlt. Insgesamt würde ich aber sagen, wahrscheinlich U-Boot, weil das grundsätzlich weniger gefährlich ist als Raumschiffe, hätte ich jetzt gedacht. Weil selbst wenn ich beim Raumschiff das Kommando an die zweite Person übertrage, sind so wenig Leute wahrscheinlich in diesem Raumschiff, dass, wenn ich fehle, schon echt viel fehlt als eine Person. Und dass, wenn was schief läuft, das relativ schnell bei Tod endet. So U-Boote, das haben wir schon seit hunderten Jahren. Haben wir das seit hunderten Jahren? Ja, ich weiß nicht, wann die ersten U-Boote waren. Im Zweiten Weltkrieg wurden die auf jeden Fall eingesetzt. Das ist noch nicht ganz 100 Jahre her, aber wir nähern uns. Und da sind mehr Leute, die Ahnung haben, glaube ich, und die dann den fehlenden Peter gut ersetzen könnten. Außerdem sind wir schon auf der Erde. Wir müssen nur auftauchen. Das wirkt einfacher, als ein Raumschiff zu landen. Was für eine Frage, natürlich über ein Raumschiff. U-Boot ist doch voll scheiße. Wenn ich in einem U-Boot sitzen würde, hätte ich Platzangst. Vielleicht. Also wenn ich auf einem Ort auf der Erde Platzangst bekommen würde, dann in so einem U-Boot in 1000 Meter Tiefen. Ich war schon im U-Boot, das war cool, da konnte ich auch alles sehen und so, aber in so einem U-Boot, wo man nichts sehen kann, was so unten drunter, weiß nicht. Das ist halt alles so metallisch und so eng und so, Also wenn an einem Ort, dann da. Deshalb ein Raumschiff ist auch nicht viel ausladender, aber ist halt nicht unter Wasser. Ich finde unter Wasser ganz komisch. Ich fühle mich unter Wasser nicht so super wohl. Im Raumschiff wäre mega geil. In der Schwerelosigkeit. Das Beste einfach.